Ja, hallo und herzlich willkommen im Wald aufgrund von miesen Wetterbedingungen hier heute in der Hütte. Leider nicht sehr tief in der Hütte. Ich hocke hier immer noch so ein bisschen mehr oder weniger im Wind. Ich möchte auch mal gerne das Windmikrofon an der GoPro ausprobieren. Hoffe, dass man mich versteht. Wahrscheinlich könnt ihr schon hören, dass es windig ist. Das finde ich ist aber an sich kein Schaden. Man darf ruhig mitkriegen, dass Wetter ist, wenn gerade Wetter stattfindet. Hauptsache, ich bin nur einigermaßen zu verstehen und einigermaßen zu sehen, wobei letzteres ja nicht so wichtig ist für das, was wir jetzt heute vorhaben. Thema ist Holz und Feinstaub bzw. Feinstaubemissionen bei Heizen mit Holz. Das habe ich nämlich beim letzten Heizen mit Holz. Also ist Holz nun CO2-neutraler Brennstoff oder nicht, habe ich das Thema vollständig ausgeklammert und das darf man mir auch wirklich vorwerfen. Hat man auch, aber zu Recht. Das ist schon auch wichtig und man darf das nicht völlig ignorieren, auch wenn es jetzt nicht Thema des Videos war und ich deswegen weggelassen habe, weil es halt gleich eine große Schublade ist, die man da aufmacht. Trotzdem versuche ich mich jetzt für meine Verhältnisse ziemlich kurz zu fassen und jetzt nochmal ein kleines kompaktes Video zu machen, um eben nachzuliefern, wie das denn ist mit der Feinstaubgeschichte und der Holzverheizung. So, dafür müssen wir erstmal wissen, was ist nochmal dieser olle Feinstaub? Seit die Dieselfahrer ja offensichtlich wieder in die Innenstadt dürfen, ist das Thema ja nicht mehr so präsent in den Medien. Und darum dachte ich, können wir das nochmal kurz wiederholen. Also, zunächst mal, was ist Feinstaub? Das sind winzig kleine Aerosole, also Partikel, die so klein sind, dass sie quasi in der Luft, im Luft-Gas-Gemisch in der Atmosphäre herumschwirren können und in der Luft gelöst sind. Das heißt, die schweben überall rum, Schwebteilchen, wenn man sie so nennen möchte, sind aber, es gibt feuchte, flüssige und feste Teilchen und die also Feinstaub interessieren, das sind meistens die festen Teilchen. Ja, ein feuchtes Teilchen, das könnte dann zum Beispiel ein Wassertröpflein sein oder ein ausgenießtes Tröpflein oder ein Corona, sowas in die Richtung. Tatsächlich sind Viren, die in der Luft enthalten sind, Teil des Feinstaubanteils der Luft. Ja, also die zählt man da, beziehungsweise Teil der Aerosole, das ist ja nochmal der übergeordnete Begriff zu Feinstaub und da würde man dann auch Viren zum Beispiel mitzählen oder andere biotische Quellen wie Pollen, ja, einfach Baumpollen, von dem man dann niesen muss oder sonst wie. Das ist auch ein unglaublich kleines Partikelchen, das dann halt eben in der Luft unterwegs ist. Und wenn man das einatmet, dann hast du es halt mindestens mal in der Nase, schlimmstenfalls in der Lunge. Aber was man so klassisch als Feinstaub kennt, sind natürlich dann mehr so Sachen wie Ruß. Ruß ist auch ein Feinstaub und der entsteht nun mal bei jeglicher Verbrennung. Je nachdem, was da verbrennt, mehr oder weniger viel davon. Sehr, sehr wenig Rußemission, fast gar keine, hat Gas. Und sehr, sehr viel Rußemission hat dummerweise tatsächlich Holz. Ja? Also ich kann schon mal gleich vorneweg sagen, das Thema Feinstaub und Heizen mit Holz, das ist schon ernst zu nehmen. Und da kann ich auch nicht jetzt irgendwie die Lösung aus dem Hut zaubern, dass das überhaupt kein Problem mehr ist. Es ist eins, dass wir das vielleicht gleich mal von vornherein geklärt haben. Ein bisschen was lässt sich tun. Alles lässt sich nicht tun, sozusagen. Ja? Also natürliche Feinstaubpartikel sind eben, wie gesagt, aus irgendwelchen natürlichen Bränden. Das muss dann schon ein natürlicher Brand sein, damit es ein natürlicher Feinstaubpartikel ist. Es kann aber auch Abrieb von Steinen sein, ne? Durch Wind verursachter Abrieb, durch Wasser verursachter Abrieb. Wenn das Material, das vom Wasser abgerieben wurde, irgendwo abgelagert worden ist und dann vom Wind aufgewirbelt und damit dann quasi als kleine Partikelchen in der Atmosphäre gelandet ist, wenn der Sahara-Staub mal wieder zu uns rüberkommt. Das kann bei Leuten mit empfindlicher Lunge bzw. mit einer Lungenkrankheit durchaus auch schon zu Atembeschwerden führen. Und das liegt dann eben auch am Feinstaub in Form von Sahara-Staub tatsächlich. Das ist so eins der häufigsten, eine der bekanntesten Ursachen. Vulkanausbrüche können ganz massive Mengen an Asche eben in die Atmosphäre hauen. Da kommen wir dann gleich nochmal drauf, wenn wir uns ein bisschen über die Wirkung von Feinstaub Gedanken machen. Ja, das Viren haben wir schon gesagt, Pollen haben wir auch gesagt. Große Waldbrände, also so wirklich groß, also sprich Australien brennt mal wieder ab, Kalifornien brennt mal wieder ab. Das hat auch tatsächlich dann je nach Größe dieser Waldbrände eine gewisse globale Auswirkung und führt auch zu einer globalen Anreicherung
von Feinstaub letztendlich tatsächlich, also der Aschekomponente des Feinstaubs. Jetzt ist es eine ganze Wissenschaft, genau zu unterteilen, wie fein ist welcher Partikel, welcher noch wie feine Partikel löst welche Krankheit möglicherweise aus. Und es ist saukompliziert und so detailliert müssen wir das jetzt auch wieder nicht wissen. Wichtig ist vor allen Dingen jetzt die Gesundheitswirkung von Feinstaub. Wenn du das Zeug einatmest, dann kann das zu Entzündungsreaktionen in der Lunge führen. Das ist unterschiedlich heftig, je nachdem, was du da eingeatmet hast. Aber in keinem Fall ist es besonders gesund. Und tatsächlich, vielleicht erinnert sich der eine oder andere, es gab da ja mal irgendwann diesen offenen Brief, öffentlichen Brief, von einem Haufen Lungenfachärzte, die gesagt haben, dass noch keiner ihrer Patienten an Feinstaub gestorben ist. Irgendwie so in diese Richtung. Das ist auch tatsächlich ein großer Gegenstand, der in der entsprechenden Forschung häufig diskutiert wird, nämlich inwiefern kann man den Tote nun dem Feinstaub zurechnen. Vielleicht findet man, wenn man ein bisschen rumgoogelt, relativ schnell irgendwelche Schlagzeilen, wie im Jahr sterben 20.000 oder keine Ahnung wie viele, 1.000 Leute, ziemlich viele jedenfalls, unter anderem auch an den Folgen von Feinstaub. Korrekt wäre unter anderem auch, tatsächlich steht da aber meistens nur an den Folgen von Feinstaub. Und dagegen wollten, so wie ich das verstanden habe, ich bin ja jetzt kein Pneumologe, aber dagegen wollten, glaube ich, die Lungenärzte ein bisschen protestieren, dass sie eben diese statistische Hochrechnung, die eine reine Statistik ist, ohne dass man irgendeinen, in vielen Fällen kann man keinen einzigen konkreten Fall tatsächlich nachweisen, ja, weil du an Lungenversagen aufgrund von vielen Ursachen sterben kannst. Und davon ist eine sicher auch zu einem gewissen Anteil immer Feinstaub. Ja, und wenn du jetzt mal sagst, dass jeder, der an Lungenversagen gestorben ist, zu 10% auch an Feinstaub als Ursache gestorben ist, dann hast du statistisch gesehen jeden 10. Toten an Lungenversagen durch Feinstaub. Ja, und dann nimmst du quasi sämtliche in einem Jahr passierenden Toten, die durch Lungenversagen gestorben sind und rechnest davon 10% aus und dann hast du die pro Jahr an Feinstaub gestorbenen, statistisch. Und das ist alles super abstrakt. Und ein Arzt ist nicht, ja, ist wissenschaftlich ausgebildet in vielen Fällen, aber ist nicht praktizierender Wissenschaftler und da kann diese statistische, mathematische Denkweise einem Arzt möglicherweise ziemlich übel aufstoßen. Das kann ich menschlich auch absolut nachvollziehen und vielleicht eine der Ursachen, da kann man aber lange drüber diskutieren, warum es zu diesem Brief gekommen ist. Tatsache ist, dass eine negative Wirkung für unsere Gesundheit von Feinstaub ganz klar nachgewiesen ist und das braucht man auch nicht wegdiskutieren wollen, die gibt es. Ja, das führt nicht immer automatisch zum Tode, aber es ist wirklich nicht gesund, viel Feinstaub einzuatmen. Ne? Für Details muss man dann jemanden fragen, der nicht Forstwissenschaftler ist, sondern sich mit Medizin besser auskennt. Aber so viel darf ich, denke ich, auf jeden Fall sagen. Gut, das war jetzt ein Exkurs, der sollte eigentlich später kommen, egal. Anthropogene Erzeugung von Feinstaub, also was kann der Mensch tun, um die Menge von Feinstaub, die so in der Natur unterwegs ist, die Quellen, die ich gerade genannt habe, waren ja alles natürliche Quellen, noch zu erhöhen. Naja, bekanntes Beispiel, Dieselfahren. Ja, tatsächlich nicht nur Diesel fahren, sondern auch mit einem super sauberen Benziner rumfahren oder gar mit einem E-Auto erzeugt Feinstaub durch Reifenabrieb. Also der Gummiabrieb, diese winzigen Partikel, die bei jedem Stückchen gefahren, jeweils vom Gummireifen abgerieben werden, die landen auch letztendlich wieder als Feinstaub, Gummifeinstaub in dem Fall, dann in der Atmosphäre. Also man kann eigentlich fast nichts machen, du kannst auch nicht zu Fuß gehen und eine gewisse Menge an Feinstaub, winzig. Absolut winzig, aber entsteht auch durch Sohlenabrieb beim Zu-Fuß-Gehen schlicht und ergreifend. Es sei denn, du gehst barfuß, dann tatsächlich nicht. Wobei du dann möglicherweise noch einen gewissen Abrieb vom Stein, auf dem du rumläufst, sofern du auf Stein rumläufst, haben könntest, der dann auch wieder im Feinstaub landet. Ihr seht, es ist also relativ mannigfaltig, Feinstaub zu produzieren. Landwirtschaft erzeugt noch einiges davon, zum Beispiel durch Heutrocknung, ne, und dann eben die Spreu vom Weizen trennen, im wahrsten Sinne des Wortes. Früher durch Dreschen, da hat man ja gigantische Wolken von feinsten Pflanzenpartikelchen in die Luft abgelassen, die dann auch eine gewisse Feinstaubwirkung gehabt haben. Das ist übrigens auch durchaus in den agrarreichen Strukturen, wie zum Beispiel Ostasien, wo du dann mit Reisstroh ähnliche Probleme kriegst, wo sie ja dann ohnehin in den Städten auch sonst möglicherweise noch Smog haben. Da kann dann Reisstroh
Ruß, nee, Reisstroh, Feinstaub, das wollte ich sagen, danke. Kann dann durchaus noch eine verstärkende Wirkung haben. Ist bei uns also auch durchaus mit ein paar Prozent an der Gesamtfeinstaubbildung beteiligt, die liebe Landwirtschaft. Dann die Autoabgase per se, also dann doch eben der Diesel, der jetzt nicht den Euro schieß mich tot, was weiß ich, was Standard hat, keine Ahnung, kenne mich nicht aus mit Autos, der erzeugt ein wenig Feinstaub, der LKW wird im Regelfall ein wenig Feinstaub erzeugen. Und leider, und jetzt müssen wir zum Elefanten im Raum halt dann doch mal langsam kommen, tatsächlich ist das Verbrennen von Holz, unter anderem im privaten Kachelofen, im privaten Kaminofen, einer der größten Feinstaubemittenten. Es ist sogar der größte, glaubt, wenn man den meisten Statistiken glauben mag, den Deutschland so hat. Boah, das ist jetzt erstmal scheiße. Es gab gerade vor einer Woche oder was auch in der Zeitung den Hinweis, dass das Bundesumweltamt, ich glaube, so heißen die, drüber nachdenkt, ob sie nicht irgendwie versuchen durchzusetzen, Kaminöfen, private Holzfeuerungen sozusagen, im Kleinen, für Autonomalverbraucher vollständig zu verbieten, um eben die Feinstaubwerte noch weiter runterzubekommen. Dazu muss man sagen, dass die Feinstaubwerte derzeit extrem niedrig sind und auch immer weiter sinken. Die sinken seit Jahren und die sind auch in der Zeit, als man viel über Feinstaub diskutiert hat, trotzdem auch gesunken. Das Problem ist allerdings, dass durch den wissenschaftlichen Forschungsfortschritt und die Erkenntnis, dass Feinstaub ebenso ungesund ist für unsere Lunge, die Grenzwerte auch immer weiter gesunken sind. Und zwar sind die Grenzwerte eben schneller gesunken als die Feinstaubkonzentration. Damit war plötzlich zu viel Feinstaub da, auch wenn weniger Feinstaub als letztes Jahr statistisch gesehen da gewesen ist. Ja? Inzwischen sind die jetzt noch weiter gesunken und wir kommen in vielen Städten jetzt auch unter die sehr, sehr strengen Grenzwerte noch locker drunter. Trotzdem ist unter dem vergleichsweise noch wenigen Feinstaub, der jetzt noch unterwegs ist, eben dann die private Holzfeuerung der größte Verursacher desselbigen. Ich sage jetzt absichtlich private Holzverfeuerung. Es gibt nämlich einen großen Unterschied zur industriellen Holzverfeuerung. Also du könntest theoretisch ein Holzbiomasse-Heizkraftwerk irgendwo hinstellen, was auch Scheitholz verbrennt, müssen ja gar nicht immer Pellets sein. Kann auch Scheitholz sein, können Hackschnitzel sein. Für eine große industrielle Holzfeuerungsanlage machen Pellets sowieso keinen Sinn. Also Holzpellets, ne, diese Dinger, die so ein bisschen aussehen wie das Futter, was man den Ziegen im Zoo füttert. Das sind dann auch Pellets, glaube ich, oder? Ja, die heißen so. Nur halt nicht auf Holz, egal. Jedenfalls. Wenn du das im industriellen Rahmen verheizt, dann kann das erheblich weniger problematisch sein für die Feinstaubgeschichte, einfach weil du im industriellen Maßstab da auch einen fetten Filter einbauen kannst. So einen richtig fetten Feinstaubfilter kann sich aber ein normaler Ofenbesitzer, der daheim hin und wieder mal den Kachelofen anwerfen möchte, im Regelfall nicht leisten. Technisch wäre das möglich, aber das wäre einfach so saumäßig teuer, so habe ich mir das zumindest erzählen lassen, wenn zufällig jemand Ofenbauer ist oder einen Ofenbauer kennt oder Schornsteinfeger oder sonst irgendjemand in diese Richtung, die da noch was Näheres zu sagen können, das wäre sicherlich sehr hilfreich, aber mehr kann ich dazu nicht sagen, aber jedenfalls ist im industriellen Maßstab eine sehr effiziente Filterung schon möglich, was im privaten Maßstab eben so nicht stattfindet. So. Jetzt müssen wir mal drüber nachdenken, was macht jetzt Feinstaub? Dass das Zeug ungesund ist, haben wir schon geklärt. Aber was macht der sonst noch so? Der hat ja noch weitere Auswirkungen auch aufs Ökosystem. Und da wir Ökosysteme hier sehr interessant finden, wollen wir uns auch darüber mal ein bisschen Gedanken machen. Nämlich, was macht Feinstaub? Der macht Wolken. Der ist sogar ganz essentiell für die Wolkenbildung, weil ohne irgendein Feinstaubpartikelchen, einen sogenannten Kondensationskeim, kann es fast überhaupt keine Wolkenbildung geben, beziehungsweise erst ab super niedrigen Temperaturen, wenn sich dann aus dem unterkühlten Wasser trotzdem Eispartikelchen rausbilden, also die Wasserpartikelchen aneinander beginnen zu kristallisieren. Und dann geht auch ohne Kondensationskeime eine Wolkenbildung. Aber das ist nur für die Leute, die sonst meckern, wenn ich das nicht erwähnt habe. Damit sich überhaupt Wasserdampf in flüssiger Form in der Atmosphäre ausbilden kann, ja, in flüssiger Form im Sinne von als sichtbares Wasser, in Form von einer Wolke eben, oder in Form von Schnee zum Beispiel, der dann halt runterfällt, weil er schwerer ist als die Luft. Aber in Form von einer Wolke braucht es sogenannte Kondensationskeime, also ein winzig kleines Partikelchen, an dem das Wasser kondensiert, an dem der einzelne Wasserpartikelchen, das einzige einzelne H2O-Molekül letztendlich, kleben bleibt
und dann bleibt das nächste dran kleben und das nächste dran kleben und dann, wenn da ein paar zusammenkleben, dann gibt es einen Wassertropfen. Und wenn das nur ein sehr kleiner ist, bleibt der halt oben als Wolke und dann bilden sich diverse nebendran und es gibt den nächsten Wassertropfen und den nächsten und den nächsten und dann ist die Wolke irgendwann relativ groß. Und damit es eben zur Wolkenbildung kommen kann, das habe ich jetzt dreimal gesagt, aber jetzt nochmal, damit ich sicher bin, dass ich es gesagt habe, hast du keine Kondensationskeime, kriegst du auch weniger Wolken. Hast du viele Kondensionskeime, dann Kondensationskeime, dann hast du auch viele Wolken. So, das heißt, mehr Feinstaub in die Luft pusten gibt mehr Wolke. Ganz einfach gesagt. Und das ist auch tatsächlich so, da wird mehr von der in der Luft gelösten Wasser in Form von einer Wolke zu sichtbarem und ausregenbaren Wasser. Das hat außerdem, davon abgesehen, dass es regnen kann, hat eine Wolke noch einen wesentlichen Beitrag fürs Klimageschehen, weil die Wolke ist ja tendenziell relativ weiß, wirkt also für die Strahlung, die von oben auf die Wolke auftrifft, ne? Wolken haben ja auch eine Oberseite logischerweise und wenn jetzt die Sonnenstrahlung Richtung Erde saust, dann ist da eine Wolke im Weg, dann können die von der relativ hellen Oberfläche der Wolke zum Teil die Sonnenstrahlen wieder reflektiert werden. Also sehr viel Wolke wirkt einerseits kühlend, weil keine Strahlung mehr von außen eingeht, wirkt andererseits, und das ist eben, darum ist das immer so wahnsinnig kompliziert, wenn man über das Klima redet, weil immer sehr viele Faktoren gleichzeitig wirken und es sehr schwierig ist, bei all diesen vielen Faktoren die Nettowirkung abzulesen, wirkt aber gleichzeitig sozusagen als Bettdecke für die Erdwärme, weil die irgendwann waren ja mal keine Wolken da, in der Zeit hat sich die Erde ordentlich aufgeheizt, jetzt sind aber Wolken da, jetzt strahlt die Erde Energie ab, in Form von Wärmestrahlung, die knallt aber an die Wolke und wird zurückreflektiert. Also viele Wolken sind wie eine Bettdecke. Drum ist es im Regelfall, wenn es bewölkt ist, erstmal nicht so kalt. Sollte aber an einem bewölkten Tag, wer mal draußen bei saukaltem Wetter ein paar Tage unterwegs war, hat das mit Sicherheit schon mal gemerkt, die Wolkendecke plötzlich aufbrechen, es gibt wunderbaren strahlenblauen Himmel, dann wird es nicht etwa wärmer und schon gar nicht in der Nacht, sondern arschkalt, weil dann die Bettdecke sozusagen weggerissen worden ist und sämtliche Strahlung, die insbesondere nachts von der Erde abgegeben wird, weil dann kommt ja nichts durch die Sonne nach, die scheint ja gerade auf der anderen Hälfte, dann wird es sehr schnell sehr, sehr kalt. Und da hätten dann Wolken durch den Effekt, den sie nachts vor allen Dingen ausüben, eine Wärme. Wirkung. Ja, und da ist es jetzt sauschwierig übrigens zu sagen, wie wirkt denn jetzt nun Feinstaub aufs Klima? Wird es dadurch wärmer, wird es dadurch nicht wärmer? Naja, er erhöht die Wolkenbildung. Und mehr Wolken, da ist man sich überhaupt nicht einig. Und das ist wirklich sehr, sehr umstritten. Aber grob geht man davon aus, dass mehr Wolken mehr wärmen als zu kühlen, geringfügig. Ja? Und das kann kleinräumig völlig unterschiedlich sein, das kann in manchen Jahren mal völlig umgekehrt sein, in anderen Jahren wieder sehr deutlich, sehr langfristig und sehr kleine Durchschnittswerte und mit großer Vorsicht zu genießen, weil das eben alles andere als signifikant ist, führt mehr Wolken letztendlich eher zu einer Erderwärmung. Übrigens, Feinstaub, damit der eben einen Effekt aufs Klima haben kann, ist auch ganz essentiell, in welchem Teil der Atmosphäre der eigentlich gerade rumfliegt. Also bei uns unten in der Troposphäre, da sorgt der eben für einen tendenziell eher erwärmenden Effekt. Anders durch die zusätzliche... Ja, genau, einen tendenziell eher erwärmenden Effekt. Ganz anders sieht es aus, wenn sich der Feinstaub dann irgendwann mal in der Stratosphäre, also die hohe Atmosphäre, befindet. Noch nicht gleich die Exosphäre, die ist ganz außen, da gibt es nur irgendwas dazwischen, ist egal. Jedenfalls, wenn er sich weit, weit, weit oben befindet, dann hat er eher einen kühlenden Effekt, weil die einzelnen Partikelchen, so winzig die auch sind, wenn viele Partikelchen oben in der Atmosphäre rumschwirren, ja, dann sind das zu wenige, beziehungsweise haben sie keinen großen Effekt mehr auf die von der Erde abgegebene Wärmestrahlung. Das heißt, die von der Erde abgegebene Strahlung wird von den Partikelchen ganz weit oben in der Atmosphäre kaum noch getroffen, beziehungsweise kann die kaum noch reflektieren. Andersrum, die energiereiche, reinkommende Sonnenstrahlung, wenn die per Zufall, also so ein Photon, quasi jetzt zufällig ein Feinstaubpartikelchen trifft, dann kann es passieren, dass das Ding reflektiert wird und zack, wieder raus ins All saust und niemals großartig am Erdboden angekommen ist und damit und auch nicht, keine große Strecke durch die Atmosphäre zurückgelegt hat und damit zu einer Erwärmung in der Stratosphäre führt. Das ist uns in der Troposphäre aber egal und netto wird die Erde dadurch tendenziell eher kühler.
weil die Energie, die in der Stratosphäre frei wird, geht eher in die Exosphäre ab und haut dann ab ins Weltall und so weiter und so fort. Also so ganz grob, ne? Ich bin ja kein Atmosphärenphysiker, aber so ganz grob darf man das, denke ich, so sagen. Heißt, das macht es noch mal komplizierter, geben wir also einen Haufen Feinstaub ab, der in die Stratosphäre, die äußere Atmosphäre gelangt, könnten wir damit die Erde sogar abkühlen. Das ist von manchen Wissenschaftlern und von manchen Evil Geniuses auch schon vorgeschlagen worden. Ich weiß nicht, ob das auch mal einen James Bond dazu gab. Wenn nicht, wäre es mal ein dringendes Thema, dass der große Oberbösewicht beschließt, die Erde in den Winterzustand zu versetzen, indem er Raketen mit Feinstaub in die Stratosphäre schickt und die Stratosphäre dadurch mit Feinstaub verdreckt und dann wird es auf der Erde kälter. Das stimmt auch zu einem gewissen Grad, nur kann man diesen Prozess halt überhaupt nicht kontrollieren. Manche Leute schlagen das tatsächlich als Notlösung, wenn der Klimawandel völlig außer Rand und Band zu geraten scheint, vor, dass man in diesem Moment dann tatsächlich ein paar Raketen in die Stratosphäre schicken möge, um die mit Feinstaub zuzuballern, quasi als Sonnenschild. Nur dummerweise hat eben kein Mensch irgendeine Ahnung, ob das nicht gleich zur nächsten Eiszeit dann wieder führt. Und damit ist uns auch nicht so richtig geholfen. Zum Beispiel. Ja? Und es ist also saukompliziert und man kann da ganz interessante wissenschaftliche Arbeiten zu finden und auch sehr interessante YouTube-Videos im Übrigen. Ja. Ach so. Und dann ist noch wichtig, weitere Auswirkungen auf die Umwelt, was ich auch schon in zig Videos erzählt habe. Wir düngen ja bekanntlich den ganzen Planeten, anthropogene Stickstoffdüngung. Ja, also wann immer wir irgendwo gerade Felder düngen mit trockenem Dünger aus dem Haber-Bosch-Verfahren zum Beispiel, ja, und diese Felder trocknen dann hinterher nochmal ein bisschen mehr aus. Und dann weht der Wind übers Feld und weht da möglicherweise eben auch ein paar Düngerfeinstaubpartikelchen vom Feld weg, und das passiert, dann sind die jetzt auch erstmal im gesamten Feinstaubkreislauf in der Atmosphäre eine Zeit lang unterwegs, kommen irgendwo ganz woanders wieder runter, und wenn dieses ganz woanders halt irgendeine Ecke gewesen ist, wo normalerweise niemals Dünger hinkommt und kein Stickstoffdünger hinkommt, dann hast du da halt eine Gegend gedüngt, die du eigentlich gar nicht düngen wolltest. Oder ein anderer bekannter Vertreter von letztendlich einem Aerosol bzw. einem Feinstaub in der Luft, der woanders runterkommt, wo man ihn nicht haben möchte, ist der berühmte saure Regen, also Schwefeldioxid bzw. schweflige Säure bzw. theoretisch Schwefelsäure. Ja, auch das kann eben als Partikelchen in der Atmosphäre, wenn es irgendwo durch Verbrennung rausgekommen ist, unterwegs sein und dann vom Regen als Feinstaub, als nasse Deposition nennt man das dann übrigens auch, wieder in den Boden eingetragen werden und zurück ins Ökosystem kommen, irgendwo, wo es ursprünglich überhaupt nicht hingehört. Das kann auch mal gut sein. Ja? Schwefel ist ja sogar ein Nährelement. Es gibt jetzt erste Studien, also winzige Mengen an Schwefel. Jedes Lebewesen braucht ein ganz kleines bisschen Schwefel. Ja? Wirklich nur ganz bisschen. Aber es gibt tatsächlich, seit wir das Rauchgas entschwefelt haben und damit das Problem des sauren Regens weitestgehend global unter Kontrolle haben, gibt es jetzt Regionen, in denen es zu Schwefelmangel kommt, weil der saure Regen jetzt fehlt. Also ein gewisses Maß an saurem Regen, ein ganz kleines bisschen saurer Regen mit einem kleines bisschen Schwefel, das wäre für manche Standorte langsam wirklich ein Thema. Also Schwefelmangel. Gut. Ein riesiger Waldbrand könnte da helfen oder mal wieder ein fetter Vulkanausbruch. Müssen wir mal die Isländer fragen, ob die nicht noch was auf Lager hätten. Sowas in die Richtung. Ich denke, das langt für Umweltwirkung von Feinstäuben. Es ist jedenfalls eine hochkomplexe Angelegenheit. Ich hoffe wenigstens das, wenn schon nichts anderes, habe ich klar machen können, dass es nicht einfach ist zu sagen, jetzt ist da Feinstaub in der Atmosphäre, jetzt passiert da das, sondern es hängt ganz massiv erstens auch von der Größe der Partikelchen ab, dann von der Verteilung, wie schnell verteilen die sich, wie ist die Wetterlage bei Freisetzung, das wird gleich noch wichtig. Gut. Kommen wir zum Holz. Was hat das Ganze mit Holz zu tun? Naja, Holz, wenn du es in den Ofen schmeißt und verbrennst, dann gibt es einen Haufen Feinstaub. Insbesondere, wenn du zum Beispiel versuchst, ein Lagerfeuer zu machen bei nassem Holz unter schwierigen Bedingungen, dann qualmt das wie Sau. Und wenn man da dann mal ein paar Lungen voll genommen hat, dann geht es einem nicht mehr so gut. Dann ist man ordentlich am Husten. So viel zum Selbstexperiment, ob Feinstaub wohl gesund ist. Ja, Rauch ist nichts anderes. Also schon auch noch diverse andere Krempel drin.
drin, aber unter anderem, was uns im Rauch so zu schaffen macht, ist eben zu großen Teilen tatsächlich letztendlich dann der Ruß bzw. der Feinstaub. Und das hat jeder, der mal Lagerfeuer gemacht hat, garantiert schon erlebt. Auch wenn man dann abends noch gemütlich ums Lagerfeuer rumhockt und plötzlich kommt der Rauch aus der anderen Richtung, da muss man sich umsetzen und dann dreht man sich fröhlich im Kreis, um immer schön der Rauchfahne auszuweichen, bis dann endlich mal jemand mal wieder ein bisschen neues Holz aufs Feuer schmeißt, das heißer brennt und dann weniger Rauch erzeugt. Ja? Das ist nämlich ein Knackpunkt, kommen wir auch noch zu. Gut, das bedeutet, was können wir also tun, um das Feinstaubproblem ein bisschen in den Griff zu bekommen bzw. zu reduzieren, das ja eben einfach durch auch private Ofenanwendungen, durch privates Lagerfeuer auf dem eigenen Grundstück theoretisch auch, das ist natürlich größenmäßig viel weniger häufig, als dass jemand seinen Ofen anschmeißt, der einen Ofen hat. Und wir haben sehr viele Leute mit Ofen. Ich weiß nicht mehr, ich glaube, fast ein Drittel der Bevölkerung hat irgendeinen Ofen daheim. Oder ein Viertel, ich weiß es nicht mehr. Aber es war ziemlich eine hohe Zahl. Ja, und wenn hier immer dieser Ofen angeschmissen wird, gibt es halt eben Feinstaub. Blöd jetzt, was kann man eben also tun? Erstens, richtiger Ofen. Da gibt es nämlich durchaus Unterschiede, ob das jetzt so ein uralter, vor sich hin qualmender Kamin ist, der keine vernünftige Belüftung hat, oder ob das halt ein relativ moderner, nach auch modernen Ingenieursgedönse und nach modernen wissenschaftlichen Erkenntnissen ausgestatteter Ofen mit sehr viel Belüftung ist. Weil tatsächlich entscheidet ganz außerordentlich, insbesondere beim längeren Brennen vom Holz im Ofen, die Belüftung über den Anteil des abgegebenen Feinstaubs. Häufig ist Feinstaub nämlich ein Partikel, der potenziell brennbar wäre, gerade bei Holzfeuern. Der verbrennt aber nur dann, wenn du es schaffst, eine möglichst vollständige Verbrennung hinzubekommen. Und für eine möglichst vollständige Verbrennung von 99% vom Holz und allem, was da drin ist, ja, mehr als 99% geht nicht, weil da ist noch ein gewisser Ascheanteil drin, der ist dann nicht brennbar. Aber im Schnitt so 1%. Aber wenn du diese 99%ige Verbrennung hinkriegen willst, dann musst du da wirklich richtig krass Sauerstoff dran pusten, damit das dann auch funktioniert. De facto geht das eigentlich nur mit aktiver Sauerstoffzufuhr. Das heißt, man braucht noch ein Gebläse, das einem dann noch richtig Luft reinpustet. Ohne eine aktive Sauerstoffzufuhr schafft man, wenn man gut ist, vielleicht 90%. Das ist dann aber schon wirklich ziemlich, ziemlich gut. In ganz seltenen Fällen, wenn du wirklich jedes kleinste Stückchen Holz, was da abbrennst, noch persönlich individuell begutachtest und zurechtrückst, dann schaffst du vielleicht auch mal 96-97% an Hobokochern oder an Holzvergasern. Da gibt es Leute, die haben da Spaß dran, möglichst auch wirklich das letzte kleine bisschen Holz noch zu verbrennen. Aber nur weil du all dein Holz verbrannt hast, heißt das ja nicht, dass das während diesem Verbrennungszustand Vorgang auch keinen Feinstaub abgegeben hat. Das sieht man ja letztendlich dann nicht so sehr. Grob kann man sagen, je weniger es raucht, desto weniger Feinstaub hast du abgegeben. Das gilt auch für den Kamin. Wenn du mal vors Haus gehst und guckst, was für eine Rauchsäule du da gerade aufsteigen lässt, ist die tiefschwarz, als ob es beim Vatikan mal wieder nicht geklappt hat mit der Papstwahl. Dann hast du was falsch gemacht, beziehungsweise dann hast du halt einfach einen sehr alten Ofen und stößt in diesem Moment gerade eine riesige Menge Feinstaub auf, weil einfach zu wenig Luft letztendlich an deinen Verbrennungsvorgang rankommt. Nochmal, hat der super viel Luft, dann kann selbst ein großer Anteil vom Feinstaub, der ja potenziell brennbar ist, viele Partikelchen da drin, verbrennt, bevor er emittiert wird. Also der steigt gar nicht als Feinstaub hoch, sondern letztendlich wirklich im besten Fall als CO2 oder Kohlenstoffmonoxid, wäre jetzt für die Feinstaub-Thematik relativ egal, oder vielleicht sogar als Wasserdampf, ne? Irgendwie sowas in die Richtung. Das ist also ganz entscheidend ein richtiger moderner Ofen, der die Möglichkeit hat, eine ordentliche Sauerstoffzufuhr zu ermöglichen. Dann ist noch ganz wichtig, dass wenn man schon einen richtigen modernen Ofen hat, auch wenn ich alte Öfen ganz toll finde, ne, das ist ja gar keine Frage, die finden wir alle toll, aber es ist halt trotzdem, für den Feinstaub ist es leider wirklich so, auch wenn uns das nicht gefallen mag. So, haben wir jetzt also einen richtig tollen modernen Ofen, können wir den immer noch falsch bedienen und das wird in ganz vielen Fällen auch so gemacht. Wie macht man den Ofen richtig an? Naja, man baut möglichst ein schönes, lockeres, luftiges Pyramidchen oder Pagötchen aus Holz, legt da oben den Zunder drauf und zündet das Ding von oben und lässt es nach unten abbrennen. Das erzeugt erheblich weniger Rauch und erheblich weniger Ruß, als wenn man von unten startet und das Holz dann durch die unten sich befindliche Flamme nach und nach ankokelt und während es nur ankokelt und noch nicht richtig brennt, gibt es halt wieder einen Haufen Feinstaub ab. Ja, brennt es aber von oben durch den gleich sauber verbrennenden Zunder von oben schnell an
und dann auch gleich ab. Und das verbreitet sich nach unten aus. Dann hast du insgesamt weniger Zeit und weniger Holz. Das kann ich jetzt schlecht erklären, ohne es vormachen zu können, weil ich habe leider keinen Ofen. Das quasi zeitgleich Feinstaub in hohen Mengen abgibt. Das ist übrigens auch nochmal so ein ganz wesentlicher Effekt. Teilweise der Kaminfeger kann ja messen, wie viel Feinstaub da eigentlich gerade aus deinem Schornstein kommt. Der hat da so Messgeräte im Regelfall. Und da gibt es auch Grenzwerte, ne? Gar keine Frage. Blöd ist jetzt bloß, im laufenden Betrieb, wenn das Holz schon eine Weile brennt, gibt das viel weniger Feinstaub ab, als kurz, wenn es vorm Erlöschen ist. Ne? Also das noch glimmende Feuer, wo noch die letzten Rauchschwaden hochsteigen, das kennt man auch wieder vom Lagerfeuer. Da ist massiv Feinstaub drin und auch beim Anzünden eben, wie gerade geklärt, darum ist das richtige Anzünden ja auch so wichtig, da ist auch wieder massiv Feinstaub drin. Das heißt, wir haben am Anfang und am Ende vom Feuer immer eine Feinstaubspitze. Das ist jetzt schon mal eine wichtige Erkenntnis, weil wie kann man diese Feinstaubspitzen vermeiden? Naja, wenn man durchgehend mit Holz heizt und den Ofen gar nicht groß ausgehen lässt, also richtig ausgehen, sondern den immer so ein bisschen wirklich auch brennen lässt, dann verhindert man zumindest mal die Spitzen. Doof ist dann allerdings wiederum, dass er dann auch die ganze Zeit brennt, ergo die ganze Zeit auch irgendwo Feinstaub produziert und du halt die ganze Zeit auch einen Holzverbrauch hast. Daher ist das auch nur bedingt zu empfehlen, beziehungsweise wenn du schon sagst, du heizt mit Holz, dann wäre es halt sinnvoll, auch wirklich durchgehend mit Holz zu heizen, zumindest eben auf kleiner Flamme, wenn du dann feinstaubtechnisch eben möglichst gut dabei sein willst. Das muss man ja nicht unbedingt zwingend wollen. Kann ja Leute geben, die sagen, das ist mir doch egal. So, wichtig ist dann noch, dass man das Holz, das man verwendet, auch ja in einem guten Zustand verwenden sollte. Das heißt nicht furztrocken, also nicht auf absolute Trockenheit runtergebrochen. Das ist dann nämlich wieder schwierig, weil dann ist das Wasser, das die Partikelchen zusammenhält. Aber das habe ich selbst nicht so ganz kapiert. Aber es wird empfohlen, ausnahmsweise mal, das darf auch mal passieren. Es wird wirklich empfohlen, dass man nicht Holz verwenden soll, das super, super trocken ist. Das ist für die Praxis völlig irrelevant, weil super, super trockenes Holz kriegst du eh nur hin, wenn du es maschinell trocknest und hinterher an einem furztrockenen Ort lagerst und erst dann verheißt. Das wird in 99% der Fälle überhaupt keine Rolle spielen. Aber ja, so steht es halt in der Literatur. Zu nasses Holz ist aber ein Riesenproblem. Also Holzfeuchte sollte schon signifikant unter 12% sein. Das wäre schön für ideale Feinstaubverhältnisse. So 15% kriegst du normalerweise mit der Lufttrocknung im eigenen Garten problemlos hin. 12% wäre dann schon eine gute Lufttrocknung. Also 12% Holzfeuchte kann man eigentlich erreichen, wenn man eine sehr, sehr gute Lufttrocknung vornimmt. Das heißt, die Steine nicht zu dicht stapelt, dass da noch ordentlich Luft durchzirkulieren kann und es dann auch recht lange trocknet. Dann kriegt man 12% Holzfeuchte auch im eigenen Garten oder wo immer man sein Brennholz lagert, durchaus hin. Natürlich oben abdecken, da muss irgendwie ein Dächlein drüber, damit es nicht drauf regnet. Sowas in die Richtung, dann geht das. Da kann man sogar 11% erreichen, wenn man sich viel Mühe gibt. Vielleicht sogar 10, 10,5, sowas um den Dreh. Das wäre aus Feinstaubsicht schon ziemlich, ziemlich ideal und reduziert dann auch die Emissionen deutlich, deutlich. Also wer da sagt, Feinstaub ist ein Thema, das betrifft mich und ich möchte da auch gern versuchen, besser zu werden, das wäre zum Beispiel mal eine Möglichkeit, die man auch mit geringem, sage ich jetzt mal, Arbeits- und Kostenaufwand umsetzen kann. Sich also wirklich ordentlich trockenes Holz in den Kamin zu schmeißen. Ja? Dann ist noch ganz wichtig, wenn du nur hin und wieder einen Kamin anschmeißt, aus Gemütlichkeitsgründen und normalerweise mit, keine Ahnung was, Gas, Öl, Kohle, unwahrscheinlich, aber mit Gas oder Öl wahrscheinlich, normalerweise heizt, ja, dann kann man ein bisschen drauf gucken, wenn der Ofen wirklich nur Gemütlichkeitszwecken auch dienen soll, dass man ihn nur dann anwirft, wenn gerade keine Inversionswetterlage ist. Was ist eine Inversionswetterlage? Da haben wir kalte Luft unter warmer Luft. Normalerweise ist unten die warme Luft, oben die kalte Luft. Die warme Luft steigt hoch, verdrängt die kalte Luft noch weiter nach oben und alles ist gut. Und was du eben in diese warme Luft reinpustest, die steigt ja nach oben. Das heißt, was du reinpustest, ist relativ schnell weg. So. Hast du aber kalte Luft unten und warme Luft oben, dann kommt das, was du in die kalte Luft reinpustest, gar nicht erst nach oben, sondern bleibt unten im kalten Luftpaket. Und das heißt, es sammelt sich im kalten Luftpaket dann eben auch sämtliche Emissionen, die wir so abgeben,
also auch unser Feinstaub, wunderbar in Siedlungsnähe an. Und das kann dann eben entsprechend sogar zu Smog führen. Städte mit großen, großen Smogproblemen haben häufige Inversionswetterlagen. Und wenn dann halt eben jeder Inder mit seinem lustigen, wie heißen diese Fahrzeuge? Tuff, tuff? Nee. Tuk-tuk, kann das sein? Ich glaube. Mit dem Zeug rumfährt, dann führt das dann halt eben zu dem berühmten Smog, den man unter anderem zum Beispiel aus Neu-Delhi kennt. Ja? Also das Wetter ist durchaus auch nochmal ein ganz, ganz entscheidender Faktor. Also wer möchte, dass er mit seinem Ofen möglichst wenig Feinstaub produziert, für den ist dann auch nochmal wichtig, eben die Wetterlage genau anzugucken. Ja, das kann man dann im Internet entsprechend finden, ob gerade eine Inversionswetterlage herrscht oder nicht. Es gibt, glaube ich, sogar ein Kaminwetter, das dir sagt, wann du am besten deinen Kamin anschmeißen sollst und wann nicht. Kriege ich nicht mehr ganz zusammen. So, dann, was habe ich noch zu sagen? Ja, potenziell ist das, kann man jetzt auch sagen, das ist alles ein viel zu großes Problem und funktioniert ja doch nicht. Also lasst uns Holzfeuerung einfach komplett verbieten, dann ist das Problem auch gelöst. Letztendlich stimmt das. Ja. Ob das jetzt politisch so eine dolle Idee ist, weiß ich nicht. Ja, weiß ich wirklich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen, dass man sich damit beliebt macht, wenn man das so komplett grundsätzlich verbietet. Selbst nicht unter Auflagen, sondern grundsätzlich nicht. Außer die industrielle Holzfeuerung, weil die, wie gesagt, ja ganz gut in der Lage ist, gigantische Filter einzubauen, die dann eben auch sehr viel vom Feinstaub rausholen. Ja, aber das ist eben halt das, was das Bundesumweltamt zumindest mal zur Diskussion gestellt hat, um nicht zu sagen, dass sie es vorhaben, eben die ganze Geschichte einfach komplett zu verbieten und das Problem ist gelöst, in Anführungszeichen. Gut, ja, was habe ich jetzt vergessen? Ja, ich glaube, das reicht. Ich habe bestimmt was vergessen, aber ich glaube, das reicht. Ja, es ist halt leider so, ja. Es wird nicht ganz ausbleiben, wenn wir mit Holz heizen wollen, was fürs Klima erstmal prima ist. Ach so, das muss man ja noch dazu sagen. Ich hatte ja irgendwann mal zwischendrin gesagt, tendenziell erzeugt Feinstaub durch die Wolkenbildung eher mehr Wärme als mehr Kälte. Das heißt, mit mehr Feinstaub heizt sich die Erde eher auf, als dass sie sich abkühlt. Aber das ist nur ein sehr geringer Effekt. Das heißt, der positive Effekt durch das Einsparen von fossilen Energieträgern bzw. von fossilen Emissionen durch Verwendung von Holz statt Kohle statt Öl ist erheblich positiver als der negative Effekt, der durch den Feinstaub entsteht. Das ist zumindest der aktuelle Stand der Forschung. Ja? Also wer jetzt sagt, ich will das Klima retten und Menschen sind mir egal, das sagt man bitte nicht. Ja? Das wäre höchst, höchst unschön. Aber wer das sagt, der kann theoretisch weiter mit Holz heizen. Ja? Theoretisch. Nochmal, das wäre schon ein bisschen unschön. Im Idealfall legt man auf beides ein bisschen Wert, dass man seine Umwelt weder mit Feinstaub noch mit CO2 in Anführungszeichen belastet. Aber ja, eine richtig einfache Lösung gibt es bei diesen Problemen nicht wirklich. Jedes Mal, wenn du deinen Ofen anschmeißt, gerade beim Anschmeißen, gerade beim Ausgehen lassen, wirst du einen Haufen Feinstaub eben nun mal abgeben. Das lässt sich so wirklich nicht. Es lässt sich reduzieren, aber ganz vermeiden lässt sich es nicht. Jetzt weiß ich es noch. Das wollte ich noch sagen. Genau. Wann ist das besonders schlimm? Wann ist das zu vernachlässigen? Es kommt einfach darauf an, wie viel Feinstaub sich in einer Region denn so ansammelt. Das hängt jetzt wieder massiv mit dem Wetter zusammen. Ne? Wenn gerade viele Winde gehen, dann wird das Zeug schnell verteilt in der Atmosphäre. Dann ist nirgendwo die Konzentration so hoch, dass es gefährlich wird. Dann kann man es sicherlich verantworten. Wenn hingegen gerade Windstille herrscht und noch eine Invasionswetterlage, dann bleibt halt alles am Ort der Entstehung. Wenn du dann in einem Dorf wohnst oder in einer Stadt, wo die Hälfte einen Holzofen hat und den im Winter auch regelmäßig anschmeißt, dann ist das schon ein Thema. Dann kommt es schon lokal zu einer massiven Menge an Feinstaub oder kann zumindest dazu kommen. Und das führt dann auch zu einem wirklichen Gesundheitsrisiko. Und im schlimmsten Fall hast du dann statistisch 0,001 alte Omas umgebracht, indem du deinen Holzofen angeschmissen hast. Ja, statistisch. Und vielleicht auch 0,002 Omas. Das hängt von der Oma ab, wie empfindlich die jeweils ist. Gut, und darum ist es halt schon auch entscheidend, wie viele Leute in der Region, in der du dich befindest, heizen denn gerade mit Holz. Wenn du zum Beispiel das letzte Haus vorm Wald bist,
Ah, und der Wind weht immer hoch in den Wald an deinem Haus vorbei. Und das Zeug aus deinem Schornstein wird auch hinter dir in den Wald gepustet. Und du holst dein Holz aus dem Wald, schmeißt es in den Ofen, heizt damit. Der Feinstaub geht wieder in den Wald, du holst wieder Holz raus und so weiter. Dann hast du sogar einen Düngerkreislauf. Das ist großartig. Wer das aber nicht hat und stattdessen irgendwo mitten in München wohnt, am Marienplatz oder sowas, und schmeißt da seinen Kamin an, dann ist die Chance, dass ein Großteil von diesem Feinstaub eben in München landet und wenn nicht irgendwo anders in Zentralbayern runterkommt, Zentralbayern darf man nicht sagen, oder? Darf man nicht, Oberbayern. Dann hat halt irgendwer anders das Problem. Und wenn der dann halt eben auch einen Hof hat, wo er ebenfalls wieder seinen Schornstein ordentlich qualmen lässt, ist das so ein Thema. Also es gibt Situationen, wo du weit genug weg von anderen wohnst, wo du so viel mit Holz heizen kannst, auch feinstaubtechnisch gesehen, wie du lustig bist, da passiert gar nichts. Beziehungsweise nichts Schlimmes für Menschen in deiner Umgebung. Und im Wald kann das Zeug sogar noch hilfreich sein in Form von Dünger. Ne? Da kommt es ja auch her letztendlich. Aber das sind sicherlich nur relativ wenige Leute in Deutschland, die mit gutem Gewissen behaupten können, dass das, was hier aus ihrem Kamin kommt, wirklich niemanden stören dürfte. Das war das, was ich noch sagen wollte. Ja. Schön ist allerdings, dass meistens diejenigen, die die beste Klimabilanz haben, wenn sie dann mit Holz heizen, weil es wirklich mehr oder weniger per Hand aus dem Wald in den Kamin getragen werden kann, die sind auch diejenigen, die am wenigsten Feinstaubproblem haben, weil sie ja so nah am Wald wohnen, dass sie wahrscheinlich nur wenig zur Situation in der Stadt beitragen. Also sprich Dörfler. Auf dem Dorf ist es, da heizen zwar viel mehr mit Holz, aber da ist einfach die Gesamtmenge insgesamt doch trotzdem viel weniger, weil wenn du nur 100 Haushalte hast und von denen heizt die Hälfte mit Holz, dann ist das weniger schlimm, als wenn du 1000 Haushalte hast und von denen hältst nur ein Viertel mit Holz, dann sind es immer noch 250. Ja? Und ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Das war jetzt doch nicht so kurz wie geplant, aber auch nicht so lang, wie es hätte sein können. Daher machen wir an dieser Stelle Schluss. Hoffe, das hat mit dem Bild einigermaßen funktioniert. Das ist bei diesem Wetter heute echt schwierig. Wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.